Also mit bekannten Leberbeschwerden infolge einer Fettleber durch übermäßigen Alkoholkonsum hat Übelkeit Brechreiz und verträgt keine fetten Speisen. Er leidet an Hämorrhoiden. Er hat großen Durst, kann aber nur wenig trinken. Er ist leicht zornig und friert oft, besonders morgens. Sein Hypochondrium ist sehr empfindlich. Nun, steht das Mittel schon darunter, das ist Carduus marianus, und machen wir einfach mal das ein bisschen so, dass wir mal so ein kleines bisschen wiederholen, was wir beim letzten Mal darüber gesagt haben. Was war für dieses Mittel so besonders typisch, was sich natürlich in diesem Fall auch widerspiegelt? Distel, also dieser Korbblütler, wofür wird er auch in der Phytotherapie angewendet? Was kann er alles? Was ist euch so in Erinnerung geblieben? Und, was an diesem Fall hier lässt euch daran denken? Also wir haben schon mal gesagt, Verletzungsmittel irgendwie insgesamt, die Korbblütler. Was wäre hier irgendwie eigentlich die Verletzung dabei? Fach. Es wäre sozusagen ein Ablauf, wie er bei euch selber im Kopf ablaufen sollte, wenn ihr so bestimmte Zusammenhänge erkennt. Dass ihr ganz einfach auch in euch selber so ein Konzept erstellt, für euch selber, wie eben dieser Fall sich so insgesamt darstellt. Und dafür ist es genauso gut wie für die Heilpraktikerprüfung, dass man das ganz einfach auch mal in eigene Worte fasst, um es dann letztendlich auch jederzeit abrufbar zu haben. Ja, Ja, ich weiß nicht, kann man sagen, dass da die Flüssigkeit, also das Volumen, also überhaupt im Körper, ob es Wasser oder Blut ist, dass es einfach staut, dass es nicht richtig fließt, dass da einen Bezug hat. ja, es kommt ja, es kommt auf jeden Fall, ne, Carduus marianus hat eben diesen großen Bezug zur Leber. Und wenn wir eine Leberinsuffizienz haben, dann haben wir einen Pfortaderstau. Und Pfortaderstau insgesamt, mit übrigens dem zusätzlichen Problem, wenn in der Leber eben letztendlich das nicht bearbeitet wird, dann kommt es überhaupt zu Stauungszuständen. Und im Übrigen, wenn die Leber nicht funktioniert, kommt es außerdem natürlich auch zum Eiweiß, nicht Verlust, sondern Eiweiß wird einfach nicht aufgebaut. Das heißt also, es tritt die Flüssigkeit aus den Geweben aus, was also insgesamt eben auch noch Ödeme erzeugt, zum Beispiel in den unteren Extremitäten. Stauungszustand auf jeden Fall im Vorderaderkreislauf und deshalb natürlich auch die Hämorrhoiden. Ne? Die Hämorrhoiden deshalb, der Patient könnte also deshalb auch Ösophagusvarizen haben, was ja bei schweren Zuständen von Leberinsuffizienz auf jeden Fall oder Leberzirrhose auf jeden Fall auch vorhanden ist. Dass er keine fetten Speisen vertragen kann, erklärt sich auch wieder aus seiner Leberinsuffizienz, weil er natürlich nicht vernünftig Galle produziert. Und da hatten wir dazu gesagt, dass eben Carduus marianus auch in der phytotherapeutischen Anwendung und das ist es eben auch in der homöopathischen Anwendung, da gibt es eben auch diesen ganz deutlichen Bezug zur Leber, sich günstig auswirkt, sogar auf eine Fettleber. Ja? Dass also da sogar die Regeneration wieder angeregt werden kann. Und was hier tatsächlich den Verletzungszustand darstellt, ist eben diese Verletzung der Leber. Ja, es ist im Grunde genommen eine verletzte Leber, die wir hier zu beachten haben. Also könnte auch tatsächlich bei einem Patienten, der eine geschwollene Leber hat, also bei demjenigen, der keine geschwollene Leber hat, ist es relativ schwer, in die Leber reinzuhauen. Aber so von unten runter und dann so Schlachte rein, auch das könnte ein Carduus marianus Fall sein, weil es da ganz einfach auch zu einer Verletzung kommt, zum Aufreißen, zu einer Leberverletzung. Ja, Lila, bitte. Ja, kann man sagen, dass der Patient selbst seine Leber verletzt, indem er Ja. damit also schlecht umgeht, indem er sehr viel Alkohol trinkt und sich falsch ernährt und so, ne? Das ist richtig so. Ja, der verletzt sich selber. Genau, der verletzt sich selber. Er verletzt sich selber im Grunde genommen. Und schaut euch das bei Leuten an, die
jetzt so ein typischer Arnika-Fall sind, die krank sind und im Grunde genommen, weil sie Angst haben vor weiterer Berührung, ja noch nicht mal irgendwie sich in ärztliche Behandlung begeben, auf eine gewisse Art und Weise verletzen die sich selber ja auch immer weiter. Ne? Es ist ja, wer also tatsächlich selber schon weiß, eigentlich im Grunde genommen, und das weiß jemand, der Alkoholiker ist, dass das seiner Leber schadet und es trotzdem weitermacht, hat ja irgendwie so ein heroisches Verhalten wieder der ganzen Sache gegenüber. Ne? Ach, mir kann niemand was und ich halte das durch. Ne? Ich schaffe das. Ne? Das ist so insgesamt diese ganze Geschichte, die dahinter steht. Genauso wie bei dem Millefolium-Schafgabelpatienten, der eben blutet und wirklich starke Blutungen hat, aber das einfach so fließen lässt. Ach, das wird schon nicht so schlimm sein und so weiter. Ne? Es ist also auch eben ein Zustand von sich gehen lassen, von ja gehen lassen, aber in dem Sinne, dass man das einfach durchhält. Ne? Ich bin einfach so stark. Gibt vor, stärker zu sein, als er ist. Denkt immer an diesen, was weiß ich, Superman, der da ja, alles irgendwie wuppen kann. Und der hier, der macht ganz einfach weiter, obwohl er eigentlich im Grunde genommen, ja, das eigentlich schon wissen sollte, dass es nicht gut für ihn ist. Also das ist diese typische Korbblütler, der typische Korbblütler-Zustand. Also eigentlich im Grunde genommen eine Selbstverletzung durch übermäßiges sich selber zufügen. Ja? Das wäre in diesem Fall also die Verletzungssituation von Carduus Marianus. Gut, alles andere hier drin ergibt sich ganz einfach aus der ganzen Lebersymptomatik. Klar hat der Patient mit Leberbeschwerden auch großen Durst, kann aber nur wenig trinken, ist eine Ergänzung, die für Carduus Marianus ja, typisch ist. Aber der große Durst hat natürlich etwas damit zu tun. Wenn ich über meine Leber nicht entgiften kann, dann kommt es insgesamt zu einem Bedürfnis, ja, eher vielleicht über die Niere zu entgiften. Nur die kann natürlich nicht das entgiften, was die Leber ihr vorher nicht vorbereitet hat. Also für Lebererkrankungen ist großer Durst durchaus typisch. Das wäre also pathognomisch. Genauso wie natürlich die Übelkeit, der Brechreiz und das Nichtvertragen von fetten Speisen pathognomisch wäre. Also im Grunde genommen der Leber, Insuffizienz entspricht und die Hämorrhoiden sowieso über den Pfortaderstau. Und dass er leicht zornig wird, das hängt, ist sowieso ein Zusammenhang mit der Leber. Ne? Man sagt ja gallig sein und so weiter. Also Leberproblematik hängt mit letztendlich, ja, was sind die Patienten, die leberkrank sind, die sind müde. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit und im Übrigen sind sie auch gallig und nicht gut drauf, weil ihnen auch irgendwo die Energie fehlt. In der chinesischen Medizin ist die Leber eben wirklich so der Energie, ja, das kleine Feuer, das sozusagen brennt und die Energie bringt, im Zusammenhang mit dem Magen natürlich, der da sozusagen das vorgibt. Ja, und sein Hypochondrium ist sehr empfindlich, weil eben seine Leber geschwollen ist. Wichtigen Symptome sind also ganz genau das aus diesem Fall. Und ich möchte in diesem Fall auch gar nicht großartig repertorisieren mit euch. Es ist nur ganz einfach wichtig, dass ihr dieses Mittel vor allen Dingen kennt in dem Zusammenhang, dass es eben einerseits phytotherapeutisch euren Patienten, die eben eine solche Symptomatik haben, helfen kann. Und ihr könntet natürlich auch an einem solchen Fall, ihr könntet hier repertorisieren, tatsächlich Carduus Marianus dann herausrepertorisieren und das Mittel auch durchaus in höheren Potenzen geben. Aber es hat sich ganz einfach bewährt. Häufig haben ja die Leute, die so weit gekommen sind, sind häufig schon in einem, ja, fast unheilbaren Zustand. Insofern ist es jetzt nicht unbedingt mehr ein Akutmittel. Aber ich hatte gesagt, das wollen wir auch noch mal kurz besprechen. Und man könnte also in solchen sozusagen unheilbaren Fällen, weil wenn es wirklich in die Leberzirrhose übergeht, dann hilft dem Patienten im Grunde genommen nur eine Lebertransplantation. Dann könnte man diese Patienten damit unterstützen und das auch in niedrigen Potenzgaben. Ja? Das
war mir einfach nochmal wichtig, Carus Marianus hier genannt zu haben. Und da hatten wir eben auch die verschiedenen Symptome, die auch im letzten Kurs drin waren. Die wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen unbedingt. Aber ihr seht hier eben solche typischen Zustände von Fortaderstauung, von Leberstauung, von Hämorrhoiden, Trägerdarmtätigkeit. Ja? Und ein Fall von Leberhusten